Ja, guten Tag, Leute. Der Peter Lustig ist heute gestorben. Und das hat mich sehr mitgenommen, wie ihr hier seht. Ich habe ihm gleich ein kleines Grab mit Löwenzahn außenrum hier und auf dem Grab. Ob ihm das so gefällt? Das hat er ja sein ganzes Leben gemacht, wer weiß. Ja, und die Bina ist heute auch wieder mit dabei. Hallo, ich lebe noch. Ja, Gott sei Dank. Das wäre noch tausendmal schlimmer. So, ja, das war mal ein ruhiger Anfang der Folge. Und jetzt geht's gleich weiter. Hier drüben. Da seht ihr schon Kronkskirschbäume. Oder Kirschblütenbäume. Und hier auf dem ganzen Feld werden immer wieder kleine Szenen entstehen. Aus dem Let's Play von ihm. Hier zum Beispiel Kronks Grillen Selbstschussanlage, die er unbedingt haben will. Und er wird noch schmerzlich feststellen, dass die Grillen auch über Zäune drüber hüpfen können. Dann hier, Bina. Mhm, bin da. Das ist Kronks Eisentruhe der Gleisbaugesellschaft. wo er das ganze Eisen gefunden hat auf der Wanderschaft. Mhm. Dann hier hinten gleich, passend dazu, Kronks geheimes Eisenspitzhacken-Experiment. Das war so geil. Dann, warte mal. Was haben wir noch? Ja, da hinten ist der Baum. Kirschblütenbaum! Dann hier ist Kronks rosa Schwert der Wanderschaft. Das hat er ja immer noch in der Hand. Mhm. Dann hier Kronks patentierter Erdaufzug. Und hier drüben darf natürlich auch nicht fehlen, das danke, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr. Der hat mir das noch zugeschickt. Kronks Treibsand Hindernisparcours. Wo er in der Wüste war. Geh nicht rein, da kommst du nicht mehr raus. Ja, ich gehe ja nicht in den Treibsand. Okay. Oh, ich wäre so tollpatschig gewesen, yeah, und wäre gleich wieder, yeah, geschafft. Oh, da ist ein Zombie irgendwo. Ja, okay, das war's dann auch erstmal schon wieder hier. Ja, das macht richtig Spaß, das zu bauen. Und das Ganze baue ich natürlich im Game-Mode, weil... Aber alles, was da hinten passiert, ist Survival, wisst ihr ja. Life in the Woods. Survival. Live in der Wutz. Der Wutz. Hallo. Das Schweinchen. Neon, guten Tag. Ja. Du bist gerade mitten in der Aufnahme. Es tut mir leid. Na, mach doch nichts. Aber bin gleich wieder weg. Nee, sag doch mal Hallo. Ja, dann hi. Vielleicht willst du ja auch mal zu Besuch kommen. Lässt sich bestimmt irgendwann mal einrichten. Ja, freile. Muss sie halt live in the Woods drauf machen. Das Einzige, was ist, es kann jetzt sein, dass noch ein paar auf den Test kommen. Ich weiß nicht, Andi und Michi. Und du kannst uns doch verschieben, oder? Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Ja. Dass ich euch kurz verschiebe. Seid ihr kurz getrennt? Oh. Bina! Nein! Ah! Oh. Wir haben es geschafft. Bist wieder da, Gott sei Dank. Das hätte ich nur ohne dich gemacht. Mitten in der Aufnahme. Frechheit. Ja, naja, wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir. Wir sind im falschen Channel, ja. Im Anfangs-Channel rumgechillt haben. Man möge es uns verzeihen. Ja. Aber mir ist auch sowas wurscht. Ich meine, das ist doch alles. Egal. Genau. Genau, Eisen. Ich werde mich jetzt mal aufmachen, Eisen zu besorgen. Okay. Soll ich damit kommen? Wenn du willst. Ja, lass mich gerade noch schnell hier. Domorden? Wenigstens das halbe Dach fertigstellen. Oh. So, den ganzen Schmuh, den hau ich mal da rein. Ja, und die Grillen, liebe Leute, die sind echt mal a pain in the ass.
Die machen ständig die Felder kaputt. Die kleinen Drecksbiester. So, noch ein Türchen. Spitzacke. Ja, ich muss mir auch noch ein Schwert craften. An the Sit Keys. Wo ist ein Knieselkneis? Weil ich. Eisen haben wir ja nicht mehr. Birkenholz. Knieselkneis? Ja, so nenne ich das. So, okay. So Fähnchen-Fieselschweif. Und, und das Zeug heißt Kneis. Genau, Kneis heißt es. Ah, okay. Es gibt keinen normalen Stein mehr irgendwie so wirklich. Der heißt anscheinend jetzt Kneis und dann, ich sag dann halt einfach immer Knieselkneis dazu. Aber wo ist Kies? Verdammt nochmal, ey. Und eine Schaufel habe ich auch keine mehr. Ich klau mir hier noch was zu essen raus. Und hier lege ich mal ein Eisen rein. Hier. Ich habe nämlich noch eins in der Tasche. Oh. Und wir brauchen mal mindestens 3, damit wir uns viel zu essen machen können. Gehen wir hier durchs Haus, oder? Runter. Ja, das, die Höhle, die ist eigentlich recht begrenzt. Gehen wir mal woanders hin. Damit man auch mal was anderes sieht. Warte mal eben. Na, hallo? Holzhaggy. Also ich habe Holz dabei. Hier ist eine Schaufel. Ach, Fackeln. Bis man hier wieder loskommt, echt? Ja, gell? Das ist schlimmer wie zu Hause. Da stehe ich auch immer da so, oh Gott, habe ich noch das und hier und da und dort. Warte, ich muss noch mal eben in meine Hütte. Da habe ich nämlich noch ein bisschen Holz rumfliegen. So. So und so. So, alles klar. Ich habe dir nämlich etwas Wunderschönes gebaut. Oh! Da bin ich aber gespannt. Einen Lauch. Nee, hier. Eine Druckplatte. Damit die Tür auch wieder zugeht. Schön. Aber die Creeper-Gefahr. Ach, geht's gut. Ist ja Gott sei Dank rum. Oh Gott. Ja, wir. Also, wir müssen unbedingt Eisen holen. Ja, machen wir jetzt. Gehen wir mal nicht allzu weit weg, aber ich glaube, da hinten waren ein paar Höhlen. Ich habe gar keine Spitzhacke oder sowas, ne? Das musst du übernehmen. Ich habe dafür eine Schaufel. Ja, ich habe auch. Und eine Axt. Ich habe auch eine Schaufel und nur noch ein bisschen Spitzhacke, deswegen. Wir müssen uns dann Steinhacken machen, aber ich habe eine Werkbank dabei. Okay. Supi. Extra dafür. Ach, schön. Immer wieder schön. Wow. Ich würde mal sagen, da hinten in den Berg da rein, oder? Und der Baum da hinten. Mir ist der Vorschlag gemacht worden, dass ich ein Baumhaus bauen soll. Und das wird definitiv da hinten in dem Baum da gebaut. Ja, kann man schön machen, ne? So, wo war denn jetzt die blöde Höhle? Hier war irgendwo eine Höhle. Krillen! Wir werden euch alle umbringen. Ah, Schafe. Haha. Die brauchen wir nämlich auch noch. Ja. Für Betten. Ich habe eine Schere dabei. Ach so, oh, oh. Das war der. Ich habe gerade noch zurückziehen können, ey. Tada. Tada. Da oben ist noch eins. Juhu. Mach dich aus dem Acker. Die Biene kommt. Bleibst du stehen? Da oben ist noch eins. Und noch eins. Oh, da hinten ist auch schön. Eieiei, hier, ich sehe schon lauter Plätze, wo ich noch was bauen kann. Hier ist auch noch eins. Das kill ich jetzt. Nicht wurscht. So, alles klar. Ich buddel jetzt einfach mal hier los, weil. Ja, wenn wir keine Höhle finden. Fackeln hast du dabei, ne? Ja. Klatsch mal gleich mal eine hin. Ekoklit. Na toll. Hier gibt's nicht mal einen Kieselkneif. Knieselkneis. Und schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. So. Kohle.
Jetzt muss ich mal schauen. Warum baue ich jetzt eigentlich die Kohle ab? Wir brauchen Steine. So, kaputt. Ping, das war's. Ping, ping, aus die Maus. Alles klar, dann Stixens. Nee, das ist... Dö. Hier kommt gerade voll die Rockmusik, ey. Glück auf! Dö. Kies, Limestone, Ecolit, Pflasterstein. Mit dem könnte es gehen. Ja, geht. Sehr, sehr gut. Dann mache ich mal für jeden 2 Stück. Jo. Wait a minute. So. Hier, wo bist du? Hinter da. Dir. Zack, zack. Dankeschön. Dankeschön. So, vor allem müssen wir mal Richtung runter, ne? Genau. Machst du oder? Ja, da wechsle ich aber mal die Spitzhacke. Sonst klopfe ich ja morgen noch. Wir können ja nebeneinander so einen Tunnel machen. Und uns dann unten wieder treffen. Anni, du hast keine Fackeln, oder? Richtig. Außerdem buddelst du doch, gerade runter. Und ich buddel ja so schräg runter. Okay, dann... Dann können wir uns gar nicht treffen. Das wäre nicht so optimal. Mir ist langweilig. Warte mal, dann mach mal Wettbuddeln. Boah, cool. Sehr gut. Yippie! Kann man eigentlich schon wieder gehen, ne? Ach so? Ja, weil dann kann ich dir nämlich jetzt in der Folge den Topf noch schnell bauen. Okay, da ist nochmal Eisen. Sehr gut, nimm mit. Ja, weil wir brauchen nämlich für die Hacken. Mhm. Weil die ist nämlich auch schon wieder fast weg. Und Kohle kann ich einfach nicht liegen lassen. Ich weiß nicht warum. Ja, Kohle kannst halt auch immer brauchen, ne? Ja, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Dann ist so dermaßen viel Kohle in den Kisten. Oh, hier ist noch Eisen. Nochmal Eisen. Jo. Ja, sauber. Ja, ey, ist doch super. Ich dachte eigentlich, dass wir uns jetzt da weiß Gott wohin buddeln müssen. Aber wir haben ja hier alles gekriegt, was wir wollten. Hier liegt noch Kohle rum. Jibidu. Nochmal Eisen. Nee, doch nicht. Es werde Licht. Ach komm, das lassen wir jetzt da. And back again. Oh, guck mal, eine Freundin von dir. Hallo, du hast mir hier ein Loch gegraben. Ups. Hilfe. Wie komme ich hier wieder raus? So. Genau. Warte mal, ich geh mal. So. Dankeschön. Bitteschön. So, warte. Das hatte ich hier zugemacht, dass da niemand kommt. Dass uns niemand in den Rücken fällt. Richtig. Diese... Fieselschweif. Ah, da. Wow, Alter. Ich hab kein Schwert. Ich hab ja, kein warte. Schwert. Wow. Aua. Kabam. Aua. Oi, oi, oi. eigentlich wollte ich dir noch was zeigen. Falls du das... Alter, wo ist der schon wieder her? Komm. Wo ist denn das Ah, Viech? Da drüben. Ich sehe. Wow. Spinne kommt auch noch. Alter. Wow. Warte. Ich bin tot. Echt jetzt? Nein. Ja, ich bin auch gleich tot. Ich bin im Haus gespawnt. Warte. Okay. Alter. Leck. Wow. Warte mal, ich muss mal kurz hier mich formieren. Scheiß Spinne. Verpiss dich. Wo ist das Skelett? Ich geh mal zu deinem Grabstein und hol mir das Zeug. Okay. Ich hoffe, das passt alles in dein Inventar. Hä? Man darf sich gar nicht alles nehmen? Nee. Ich will das Eisen. Nimm dir die Wolle raus? Nee, ich glaube, das Eisen habe ich genommen.
Okay, guck mal, ob du die Wolle rausnehmen kannst und bau dir ein Bett. Dann können wir schon mal Tag machen. Nee, ich kann mir gar nichts rausnehmen. Warum nicht? Achso, ja, weil es mein Grabstein ist, nicht? Ja, aber irgendwas habe ich doch rausnehmen können jetzt. Warte mal, ich schau mal, ob ich den abbauen kann. Nee, ich glaube nicht. Den kann nur der Besitzer abbauen. Komm, bau ab! Das geht ja nicht. Dann muss ich zurückkommen und dich dann zum Grabstein geleiten. Ich sehe, wo der Grabstein ist. Achso, bist du schon unterwegs? Nee, weil ich bin ja unbewaffnet und es ist Nacht. Deswegen sage ich ja, ich muss kommen und dann begleite ich dich hin. Hui. Und derweil, also bevor wir wieder zurückgehen, kann ich ja mal schnell das Eisen schon mal reinlegen. Zum Brutzeln. Ja. Aber eigentlich könnten wir es ja auch aufbauen und mit der Spitzhacke abbauen. Genau. Du kannst es ja mal probieren. Geht weg. Geht alle weg. Mann, ey, die sind hier irgendwie ganz schön krass eingestellt, die Creeper. Ich bin Zombie schon... Zombie vor der Tür. Ich bin schon weggerannt gewesen und trotzdem ist das Ding explodiert. Hurra. So, schnell rein da. Genau, so. Eisen rein, gut. Stopp jetzt, bevor wir wieder hier völlig hilflos unterwegs sind, gebe ich dir mal ein kleines Geschenk. Danke. Zack, direkt in die Hand gebeamt. Na klar. Okay, Essen. Ja, das ist natürlich optimal. So. Jetzt aber schnell. And back again. Mal, ich stell mal Fackeln auf dem Weg so ein bisschen. Mhm. Ah, oh, Creeper. Der ist auf dich. Oh. Renn. Wow. Oh, jo. Meine Güte. Der kam so seitlich reingelaufen und direkt dir hinterher. Zombie irgendwo. Da vorne steht ein Creeper. Jetzt wird's eh Tag. Geil. Ja, zum Glück. Das ging jetzt ganz schön schnell die Nacht rum, ey. Und ich glaube, das kam dir nur so vor. Wegen der ganzen Action. Das war mir ein bisschen zu viel Action. Zombie! Und Schäfchen! Die werde ich mir mal irgendwann mal cachen und in Gehege reinsperren. Ach, schön! So, yeah. Da haben wir wieder alles. Ach so, genau. So. Was ich dir zeigen wollte, falls du das noch nicht kennst, wenn du die Höhle hier markieren willst auf der Karte. Ja. Du drückst so M. Ja. Wieso kommt denn bei mir jetzt das da? Da kommen die... Diese Grabsteine. Dinge. Ja. Ah, ja. Jetzt. Musst ein paar Mal probieren. Irgendwann kommt dann das Minimap-Menü. Die sind wahrscheinlich beide auf M. Ja, okay. Dann bist du bei Reis-Minimap. Und dann kannst du unten Waypoint drücken. Ja. Du kannst dir praktisch auf der Karte einen Wegpunkt setzen. Du kannst dann hinschreiben, was weiß ich, die Höhle oder so. Und dann findest du das auch immer wieder auf der Karte. Ja, geil. Mhm. Stirb! Und die Grillen. Scheren. Die Grillen müssen auch alle sterben. Sterb, Grillen, sterb. Huhn, sterb. So, nehme ich hier noch ein bisschen Wolle mit. Boah, wie er einfach davon springt. Weil Markus hat ja, glaube ich, auch noch kein Bett, ne?
Nee. Wir brauchen so viele Betten wie möglich. Also mindestens 4, weil gerade im Moment können 4 auf dem Server drauf. Ja, ich habe 13 Wolle. Ein Bett steht ja schon. Und wenn du Fichtenholz abbaust, ja, dann kriegst du so einen... Was hat denn der für eine Farbe? Orange. Dann kriegst du einen orangenen Resin-Bobbel. Also ja, so eine Kugel. Und das ist wie ein Schleimball. Damit kannst du dann Leinen machen und dann kannst du Tiere holen. Aha, okay. Aber mal eine andere Frage. Der Kronk hat im Urwald hat er ständig so Baumwolle oder irgend sowas aufgesammelt. Ja. Und das ist aber von dem veganen Pack. Ist das was zum Essen oder irgendwas anderes? Nee, ja, das ist halt Baumwolle. Daraus kannst du zum Beispiel Faden machen, glaube ich. Wo gehen wir eigentlich hin? Ja, wollte ich gerade fragen. Da hinten geht's lang. Ja, gell, wir sind total falsch. Sagt aber auch nichts, ne? Rennst mir alles hinterher. Ja, du warst gerade so schön am Erzählen. Da unterbreche ich dich doch nicht. Boah, da hinten ist es auch geil an dem Baum mit den Lianen runter. Mhm. Mega. Ich nehme da hier jetzt mal ein paar mit. Ich finde die nämlich immer ganz cool. Wenn man so ein bisschen Grünzeug am Haus will, finde ich die perfekt. Welche? Ja, diese Lianen und so. Was ist denn das hier? Helfen euch die hier. Grille, stirb. Und du auch. Geht bloß weg von den Feldern. Da ist schon wieder eine. Meine Güte. Alter. Könnt ihr mich mal verdrücken? Nein! Nein, 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 die hüpfen auf dem Feld rum, scheiß Drecksbiester. Bist du schon zu Hause? Ja. Echt, ich hab überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss. Immer dem Flusslauf lang, dem Geschlängelten. Ich hätte mir einfach mal so einen Wegpunkt machen sollen, ne? Ey, haut ihr ab, ey, echt, jetzt ins Haus rein, oder was? Ich krieg dich schon noch. Eieiei. Und schon wieder alles kaputt gemacht hier, ey. Nein. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh weh. Du warst da hinten. Siehst du irgendwo den großen Baum? Ja. Ich bin schon... Ah, ich habe Baumwolle gefunden übrigens. Könnt ihr jetzt auch anpflanzen. Ja, ich bin hier bei dem Baum. Ach so, okay. Ja, der mit den runden Dingern oder der so oval nach oben geht? Der so oval nach oben geht, von dem du so geschwärmt hast. Boah, da bist du aber ganz schön weit weg. Bist du ja komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ja, irgendwie, ne? Warte, ich komm, bin gleich da. Muss doch links von dem Baum zurück, oder? Hä? Da, siehst du da eine Eiswüste? Nee. Okay, ich weiß dann. Nicht, wo ich bin. Eigentlich wollte ich ja zu dem Baum erst später gehen. Anscheinend bist du beim anderen Baum. Ja, in welche Richtung muss ich denn? Norden, Süden? Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Also pass mal auf. Es gibt einen Baum, der hat so wie so Äste nach oben. 3 Stück. Und es gibt einen anderen, der hat lauter so runde Kugeln. Bei welchem bist du? Ich hab keine Ahnung. Nein, Bina. Ja, ich werde das schon irgendwie finden. Hm. Ja, aber wahrscheinlicher ist ja, dass du hier bist. Ich schwimme jetzt mal hier entlang und guck mal, wo ich rauskomme. Ach, da vorne ist das Schneebiom. Ja, bist du jetzt beim Baum direkt? Weil ich bin gerade direkt beim Baum. Okay, warte, ich komme da hin. Ich schwimme gerade hier noch in der Suppe rum. Das ist Laub. Boah, ist der mega geil, ey. Und was für ein fetter Baumstamm. Oh yeah. Ja, ich sehe dich. Ja. So, also komm.
Hurra! Jetzt bin ich total hungrig wegen dir. Sorry. Hier ist doch ein Berry Garden. Da ist doch was zu essen drin. Wo? Ja, jetzt habe ich schon kaputt gemacht. Ach, ja. Da ist doch ein Berry Garden. Weg ist es. So, im Zweifelsfall immer hier den Flusslauf lang. Ja, das hatte ich mir gemerkt. Aber wenn du dann hier davor stehst, dann weißt du ja nicht, ob links oder rechts lang. Ah, das stimmt. Aber da hinten ist ja dann Sackgasse, da hört es ja auf, glaube ich. So, hier lang. Und da sind sie schon wieder, die Häuschen. Also so weit weg warst du gar nicht. Ich bin einfach nur in die falsche Richtung gelatscht, echt. Boah, wie doof. Naja, gut. So, und jetzt baust du noch den Pott. Weil die Folge ist eigentlich schon seit 6 Minuten rum. Oh, okay. Eile mich. Oh, cool. Schnell rein in die Butze. Geil. Schaut ja dein Haus. Ach so, ist ja noch gar nicht fertig. Ja, aber trotzdem, mein Dach werde ich nochmal komplett abreißen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Dann schmeißen wir jetzt hier... Ach, du hast schon Eisen gebrannt. Super. Ja, genau. Okay, und der Pott war... Warte. Oder machen wir es mal so, weil bei dir sehen es die Leute, ja? Du brauchst einen Stick. Ja. Und 4 Eisen. Na, so. So. Der Stick kommt oben links rein. Okay. Und nebendran dann im Quadrat die Eisenbarren. Ah, hier. Und dann kriegst du den Pott. Und den Pott, den setzt du jetzt mit Shift auf den Ofen drauf. Mit Shift? Ja. Ah. Genau. So, cool. Und wenn du jetzt irgendein Gemüse hast, ich habe jetzt leider nur... Doch, hier ist Lauch. Gib dir mal den Lauch. Ich hab zum Beispiel Tomaten. Genau, und die legst du jetzt mal da rein und dann kriegst du pro Tomate oder pro Lauch, was auch immer, 3 Essen. Oh, cool. Nicht sättigender Imbiss. Ja, du brauchst davon halt viel, um satt zu werden. Aber du kannst halt auch mega viel davon herstellen. Und vor allen Dingen, das sind dieselben. Aber die kann man trotzdem nicht stacken. Hä? Gehen, glaube ich, immer nur 16 Stück. Ach so, okay. Ja, cool. Weil dann muss man nicht so viel Geschmarri rum. Genau. Raspberries. Nee, so. Die kann er. Mach ich auch gleich mal. 13 mal Eggplant. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja, ich auch nicht. Ist doch zu viel. Ach, Pfeile brauche ich nicht. Warte mal, habt ihr hier nicht eine Kiste gehabt? Genau. Aber das bringt doch, das bringt mehr als das Obst alleine. Ja. Das Gemüse. Und es ist halt easy zu machen, ne? Du musst da nicht großartig erst 5000 Sachen zusammenkochen. Wo tue ich denn das jetzt mal hin? Oh Gott, ist kein Platz mehr. Irgendwo habe ich noch Truhen. Ja, ich wollte mal eine... Ich knall die jetzt gerade mal da oben hin. Kannst du ja dann woanders hin tun. Ah nein, ich krieg ja gar nicht auf so. Ach. Jetzt geht's denn nicht mehr auf, oder was? Ja klar, ist ja Holz drüber. Da noch eine, hier noch eine. Super intelligent. So, da hinten, schau, da sind jetzt genug Truhen. Okay, dann nehme ich mal hier die Kleine fürs Essen. Weil ich habe nämlich jetzt so viel Essen gemacht. Ich habe auch keinen Platz mehr in der Tasche. So. Ist ja übel. Das Eisen. Die Wolle. Ja. Und, ach so, ja, genau. Ich gehe jetzt mal kurz hier raus, weil da ist jetzt gleich wieder ein schöner Sonnenuntergang. Das passt ja dann. Ja. Und mit dem schönen Sonnenuntergang an unserem kleinen See und unseren gemütlichen Häuschen sage ich Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.